Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und einen wunderschönen guten Abend bei Time to Do. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind, nach unserer aufregenden Sendung von gestern. Auch da tolle Reaktionen, Dankeschön und vielen herzlichen Dank auch von Andreas Schaufert für die tollen Rückmeldungen. Waren wir sehr erfreut und wollen uns dem heutigen Thema zuwenden. Heute muss ich erstmal meine Gäste vorstellen. Andreas, du bist jetzt schon fast hier bekannt bei allen Zuschauern, warst ja schon ein paar Mal da, Andreas Schaufert. Dann begrüße ich neben ihm Bernd Kellermeier. Ein Gast aus Österreich, weit angereist, trotzdem gefunden, wunderbar. Und der Heino Fankhauser, Sine 2012, auch schon bei mir gewesen, aber heute in ganz anderer Eigenschaft. Komme ich zurück zu dir, Andreas. Wir wollten heute nochmal beginnen bei dem Thema Ernährung. Da gab es, glaube ich, im letzten Mal noch ein paar Irrtümer und ein paar 100 Mails, die dich erreicht haben zum Thema Bohnen und Kartoffeln. Da wolltest du, glaube ich, noch was darstellen. Ja, also erstens waren es keine paar hundert Mails, es ist einfach auffallend, dass anscheinend gewisse Leute sich enervieren, wenn wir zum Beispiel sagen, Karotten oder Kartoffeln sind nicht so gut oder empfehlen wir nicht. Was ich eigentlich sagen wollte, ist das, das ist eigentlich eine neue Lehre, kann man sagen. Ja, und die ist für mich genauso neu wie für dich und für jeden anderen, die sie hört. Das heißt, ich bin auf dem Weg wie jeder andere auch. Und letztes Mal, darum will ich eigentlich kurz das erzählen, letztes Mal in der Sendung habe ich gesagt, Bohnen scheinen generell ein Problem zu sein. Und das hat sich in der Zwischenzeit schon wieder ad acta gelegt, weil wir haben eine weiße Bohne nierenförmig entdeckt, die ist extrem kräftigend und man kriegt interessanterweise auch keine Blähung. Also ich wollte eigentlich nur, ich bin da überhaupt nicht fanatisch für mich, aber für die Zuschauer, nehmt es nicht dogmatisch, nehmt es als einen Entwicklungsprozess, den die wollen mit mir zusammen gehen können. Und die anderen, die können sie ja ohnehin bleiben lassen. Wir haben ja hier keine Kontrollfunktion. Jeder kann ganz nach seinem Gusto leben, wie er möchte. Aber was wir sehen, wenn die Menschen sich daran halten, da könnte ich jetzt zwei konkrete Beispiele bringen, die sind gesund. Und wenn sie dann aber eben zum Beispiel, jetzt muss ich das Wort leider wieder erwähnen, Kartoffeln essen, dann spüren sie ihre ehemaligen Gebrechen. Und da kann jeder selber schauen, trifft das zu, trifft das nicht zu. Also ich wollte einfach eigentlich anregen an die Zuschauer, nicht mit Gehässigkeiten zu reagieren, das finde ich einfach komplett unnötig, sondern das ein bisschen lockerer zu nehmen und einfach mir auch zuzugestehen, dass ich wie jeder andere Mensch mich da vortasten muss. Wir sind jetzt daran, also meine Frau hat diese Idee gehabt, ein Buch 3 zu schreiben und dann sollten eigentlich Missverständnisse aus dem Weg geschafft werden. Aber selbst dann gibt es vielleicht noch welche. Und dann noch einen abschließenden Satz zur Hildegard von Bingen, das habe ich jetzt vielleicht zweimal gelesen, haben wir massivste Widersprüche. Einfach das, dass jeder weiß, der da vielleicht Hildegard-Anhänger ist, da stimmen wir in einigen Dingen überhaupt nicht mit ihr überein. Bei Lorber sieht es im Moment anders aus, aber Lorber ging auch nicht so ins Detail wie die Hildegard. Da haben wir bis jetzt Übereinstimmung. Einfach das vielleicht zur allgemeinen Beruhigung, dass wir das ein bisschen heiterer nehmen und einfach eine Erkundungstour auf dem Weg zur Gesundheit. Aber jetzt muss man ja sehen, das Thema Hildegard von Bingen, und das höre ich in letzter Zeit sehr oft immer klingen, dann Hildegard von Bingen ist ein paar hunderte von Jahren her, ich glaube sogar über 1000. Ja. Und in diesen 1000 Jahren hat sich der Mensch erstens unglaublich entwickelt. In der zweiten Geschichte, die Einflüsse, die heute auf uns einwirken, sind ganz andere. Ich meine, von elektromagnetischer Strahlung konnte die Hildegard vielleicht träumen oder Gott sei Dank nicht träumen. Also wir haben heute mit ganz anderen Resonanzen uns zu beschäftigen als zu der Zeit. Also wer heute noch sagt, es muss alles nach Hildegard von Bingen gemacht werden, liegt meiner Meinung nach auch falsch. Ja, das wäre dann wieder Fanatismus. Das wollen wir eigentlich nicht. Das war ja auch unsere Diskussion gestern. Mhm. Wir wollen eigentlich die Menschen öffnen, dass sie einfach mit einer gewissen Gelassenheit, Ruhe, Vernunft die Dinge betrachten, dass wir die Dinge betrachten lernen und dann eigentlich unsere Schlüsse daraus ziehen, wenn wir sie reiflich geprüft haben. Aber nicht, dass jetzt, also ich habe ja so E-Mails bekommen, da muss man sich ja vorkommen wie ein Verbrecher. Na, im Ernst jetzt, nicht viele, aber einzelne. Und das finde ich einfach total unnötig. Vor allem, weil wir eigentlich alle das Gute wollen.
Ich will ja niemandem schaden, indem ich dir sage, versuch mal die Kartoffeln wegzulassen. Sondern wir denken, dass es gut ist, sie wegzulassen. Aber darum, mich zu beschimpfen, das finde ich einfach also eigentlich total daneben. Ja, brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Eben. Wie gesagt, wer nicht die höflichen Umgangsformen sowieso pflegt, man kann ganz offen argumentieren und kann womöglich ein Gegenargument finden. Aber wie gesagt, Beschimpfungen und Sonstiges reden wir nicht drüber. Genau. So. Kommen wir vielleicht zu unserem heutigen Thema. Es geht um ganz andere Thematiken, ja. Rheuma, Rückenprobleme, Arthrose, alles das, was wahnsinnig viele Menschen belastet. Also richtig. Der Rücken ist ja sowieso, habe ich gelesen, der Krankheitspunkt im 21. Jahrhundert. Das scheint gang und gäbe zu sein. Ich glaube, wer heute keinen Bandscheibenvorfall hat, gehört gar nicht mehr zur High Society oder so. Du hast ja da vieles gemacht und auch viele Thematiken ausprobiert. Dazu, wie gesagt, haben wir ja auch heute, und jetzt können wir das sagen, zwei Menschen eingeladen, die aufgrund von Produkten und deinen Empfehlungen da unglaubliche Veränderungen gespürt haben. Das ist richtig. Vielleicht erstmal du zum Thema Rheuma, Rückenprobleme, Bandscheiben. Was ist da die Grundthematik? Also die Grundthematik, eventuell wieder die Ernährung. Kann man glauben oder nicht. Dann natürlich Mangelerscheinungen, Unfälle, wie in seinem Fall, dass es zu Zerstörungen kommt im Organismus, die dann wieder repariert werden sollten. Und das Zweite wäre einfach zu sehen, dass die ganze Menschheit, also nicht die ganze Menschheit, aber übrigens doch auch in Afrika, Indien, wenn man die Leute betrachtet, das scheint ein generelles Problem zu sein, nicht nur hier. Also Gelenkprobleme, Arthrose, Rückenschmerzen, unglaublich weit verbreitet. Was mich an der ganzen Sache stört, ist das, dass es zu einer riesen Industrie wurde. Also da werden Milliarden auf Kosten eigentlich der ganzen Gesellschaft verdient. Logisch schafft das auch Arbeitsplätze. Nichtsdestotrotz werden durch diese Vorgehensweisen einfach auch sehr viele Leben zerstört. Also ich habe Kunden gehabt, deren Leben war ruiniert, weil man eben zu früh operiert hat. Und jetzt gibt es ja diesen Mythos, den hat man dir vielleicht auch erzählt, sie kommen nicht an einer Operation herum. Das hat man dir vermutlich so ist es eben leider meistens. Und wir haben einfach gesehen in den letzten paar Jahren, dass mit wirklich banalsten Mitteln wunderartige Dinge geschehen können im Organismus. Und prinzipiell sagen wir eigentlich immer das Gleiche. Wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Ja? Und all diese drei Elemente oder diese drei Wesenhaftigkeiten brauchen ihre Ernährung, aber jedes dieser drei braucht die Ernährung auf einer anderen Stufe. Das heißt, der Leib braucht etwas eher Stoffliches, die Seele etwas eher emotional, geistig, gefühlsmäßiges und der Geist etwas Geistvolles, also die gute Tat. Also ein Whisky zum Beispiel. Ja, da haben wir ja ein gutes. Mann Schatz. Ja, aber ich könnte hier eine gute Anekdote bringen. Und das passt gar nicht schlecht. Warte mal, lass mich die mal kurz einwerfen. Das war eine Kundin, die ruft mich so, nicht panikartig, aber doch ein bisschen verzweifelt an und fragt, Herr Schaufert, ist es möglich, dass Ihre Produkte, ich nenne jetzt keine Namen, totale Schläfrigkeit in meinem Mann auslösen können? Dann sage ich, war ich zuerst ein bisschen erstaunt und sage, warum, was ist passiert? Ja, der sei sofort eingeschlafen und sei bis jetzt morgens um 11 nicht mehr aufgewacht. Dann habe ich angeboten, ja, ich kann mal schauen, ob organisch was nicht stimmt. Und dann ruft sie mich eine halbe Stunde später an und sagt, Herr Schaufert, Sie müssen nichts tun, mein Mann hat einen Gin Tonic getrunken. Also, das die Anekdote zum Whisky. Also das sind so die Grundlagen eigentlich und das ist eigentlich, was wir vielleicht verstehen sollten, dass eben Leib, Seele, Geist braucht Nährstoffe. Jetzt, du kannst ja vielleicht mal, Heino, deine doch eher... Wollte ich gerade sagen, starten wir einfach mal, du erzählst mal bis zu dem Tag, wo du den Andreas Schaufert kennengelernt hast. Okay, ja, es war so, ich hatte mit 20 einen schweren Autounfall. War da dann auch für 10 Tage nur im Spital, hatte den ganzen Körper, verschobene Hüfte, gebrochenes Handgelenk. Am Rücken war eigentlich da noch nichts festzustellen, das war noch in Ordnung.
haben wir aber mir gesagt, durch die verschobene Hüfte und das kürzere Bein und ich werde nie mehr gerade gehen können und so ab 30 kommt die Hüfte und der Rücken und alles miteinander. Und ich habe das eigentlich nie geglaubt, ich ging auch nie in eine Therapie, ich habe das alles selber wieder auftrainiert, recht schnell, war nach 5 Monaten schon wieder auf der Baustelle am Arbeiten, obschon die Ärzte ein Jahr und mehr zu Hause bleiben angesagt haben. Und so ging das dann über Jahre eigentlich sehr gut, bis so 30, 32 Jahre, ich bin heute 37, hatte ich sehr wenig Beschwerden. Dann kam das nah dies nah, so tagweise bei harter Arbeit und, habe ich das gespürt. Dann kam es immer schlimmer. Dann im Jahr 11, 12, das ist wirklich die Schnellfassung des Ganzen, so im Jahr 11, 12 wurde es dann wirklich schlimm. Im 12, letztes Jahr, da war wirklich jeden Tag chronisch sehr stark Rückenschmerzen, am Morgen Mühe mit Aufstehen, eigentlich immer leicht gebückt, nicht mehr strecken können. Irgendwas heben, tragen? Sehr schlecht oder dann nur sehr konzentriert, ganz gerade in die Knie und so wieder rauf, aber wirklich da so irgendwo schräg oder das ging nicht mehr. Sofort wieder Nerv eingeklemmt und ein paar Tage Schmerzen. Und zwar starke Schmerzen. Ja, und dann haben wir eigentlich per Zufall das Buchgeschenk gekriegt, also beide Bücher eigentlich vom Andreas. Und dann ging das, wie es so geht, noch ins Gestell rein. Man hat ja noch andere Bücher, hat das 1, 2, 3 Monate nicht groß angeschaut. Und da wir 2 Sätze geschenkt kriegten, dachte ich, wir könnten ja einen weiter verschenken. Gute Sache. Und da hat dann meine Freundin eigentlich das Buch aufgeschlagen und wir hatten vorher noch nicht groß reingeschaut, noch nicht groß gelesen. Per Zufall, wieder so ein Zufall, auf der Seite von Arthrose, Rückenschmerzen, kurz gelesen, einen kurzen Abschnitt, wo das beschreibt und dann eigentlich auf die Produkte zu sprechen kommt. Und von da an eigentlich auch meine Freundin sofort, ja, das müssen wir versuchen, ich auch, ja, das ist es. Dann hatten wir den Termin, recht schnell am nächsten Tag hat die Fabienne das schon ausgemacht. Der Andreas war sofort zur Stelle und eine Woche später haben wir ihn dann getroffen in Thun. Okay, als er dir sein Leid geschildert hat, was er jetzt den Zuschauern auch erklärt hat, was war deine Empfehlung, was war deine Überlegung, wie du dem Heino da helfen könntest? Also wir machen das ja nicht erst seit gestern, sondern wir haben ja Fälle, du konntest ja wenigstens noch gehen. Also wir haben Fälle, ältere Personen, die konnten gar nicht mehr gehen, die waren bettlägerig. Mhm. Oder Leute, die am Krücken gelaufen sind und die Krücken weggeschmissen haben innerhalb von 5 Tagen. Das ist Fakt. Und ich habe ihm, wir waren essen zusammen und haben uns 7 Stunden unterhalten. Genau. Und dann habe ich ihm einfach, ich hatte zufällig, weil ich... Aber das muss man nicht mit jedem Patienten, mit jedem Gast, das sind, der kommt, 7 Stunden, muss man ein bisschen länger einplanen. Das sind Freundschaftsgespräche, da tauscht man sich sehr aus, schön. Das ist der wesentliche Unterschied. Wir sind eigentlich alle in diesem Kreis, sind wir eigentlich per Du, auch mit den Kunden, wir sind wie Freunde eigentlich. Vor allem langfristig wird das immer intensiver werden. Mhm. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel für den Erfolg, der Austausch der Informationen. Mhm. Ich wüsste das ja alles nicht, wenn mir nicht die Leute diese Dinge erzählen. Heute haben wir Dinge gehört, das ist unfassbar, was da abläuft. Und dann habe ich immer eigentlich meine Mineralkomplexe dabei. Und dann habe ich einfach gesagt, du komm, ich schenke dir die, nimm mal jetzt sofort 3. Und dann habe ich eben lange Zeit nichts mehr von ihm gehört. Und von dir habe ich eigentlich gar nichts mehr gehört, aber dann habe ich es von einer anderen Person gehört, dass es ihm angeblich super geht. Und ich wusste das aber nicht. Und dann hat er mich angerufen und hat mir diese Geschichte erzählt, dass er quasi, ich kann sie ja jetzt erzählen, wenn ich schon dabei bin, dass er quasi, er hat die 3 genommen da und dann hat er schon gemerkt, wie was anfing, sich zu, ich nenne es jetzt wirklich, reparieren. Und dann hat er vor dem Schlafen nochmal 3 genommen. Und dann ist er anscheinend am nächsten Morgen 75-80% beschwerdefrei aufgestanden. Das hält bis heute an. Er kann sich wieder bewegen, hat, was du gerade vorhin erzählt, vielleicht noch maximal 20% der Beschwerden. In diese Richtung, die Stärke und die Häufigkeit. Genau. Jetzt muss ich natürlich mal fragen, Mineralkomplex, kannst du etwas definieren? Ja, kann man definieren. Das sind
Das sind große Algen oder Korallen. Und das Tolle an diesem Produkt ist, dass man es eigentlich nicht mal ernten muss. Also diese Koralle, die schwemmt sich durch die Gezeiten ans Ufer. Und dann gehen die Leute hin und sammeln die auf und dann wird das getrocknet und verkapselt. Und dann verkaufen wir das. Und, als Pulver oder? Also in Pulver in Kapselform. Und okay. Der Punkt ist eigentlich, dass wir da, es gibt ja auch andere Produkte, die sind ähnlich aufgebaut, nur dort muss man eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen Raubbau begehen, also Korallenstöcke und solche Dinge. Und das brauchen wir bei diesem wunderbaren Produkt eben nicht. Und da gibt es auch tolle Doppelblindstudien. Unter uns gesagt, habe ich aber mit dieser Reaktion wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe meine Hoffnung auf ein ganz anderes Produkt gesetzt. Umso schöner, weil, das darfst du wissen, seitdem du das erlebt hast, mache ich immer die Kombination. Und die Kombination ist noch mal besser wie die ursprüngliche Einzelproduktelinie. Also das ist das. Aber du hast ja noch was, es war jetzt ein anderes Thema, aber das war ja auch sehr spektakulär. Da wäre ich froh, wenn du das noch kurz erzählst mit dem... Vielleicht kann ich noch schnell dazu sagen, am Anfang dieser Proteinkomplex, diese Koralle, die ich genommen habe, das war wirklich am Sonntag, dann am Abend nochmal genommen. Über Nacht hatte ich das erste Mal Schmerzen von vorne rein in die Hüfte und habe gemerkt, da ist was am Arbeiten. Und dann 2 oder 3 Tage später kamen dann noch die anderen Produkte und von da an hat sich eben auch die Beweglichkeit wirklich massiv sehr schnell verbessert, wirklich kürzere Gliedmaßen, die ich heute, kann man im Fernsehen nicht gut zeigen, aber die wirklich wieder 1 Zentimeter länger sind, das, was man einfach fühlt. Auch bei du hattest also ein verkürztes, glaube ich, dein linkes Bein war richtig. Kürzer wie das rechte durch den Unfall. Ja. Und über die Einnahme der Dinge jetzt hat sich das wieder so weit angepasst, dass du, glaube ich, jetzt noch 1 Zentimeter ungefähr von Unterschied 2,5 hast. Zentimeter ist jetzt noch auf circa 1 Zentimeter runtergegangen. Und wie hat sich das an deinem Gelenk verändert? Also ich spüre nichts mehr. Ich habe auch beim Gehen, eben, ich muss nicht mehr auskorrigieren, dass ich gerade gehe. Es ist einfach die... Beine sind wieder gleich lang. In der Hüfte hatte ich eigentlich nie Schmerzen, ob schon die verschoben war. Ich glaube, das war dann die Auswirkung auf den Rücken. Eben die Arthrose, die Fehlhaltung, das Ganze. Und von da an, also es waren noch andere Sachen. Mittlerweile merke ich das Ganze, weil das eine Produkt, das sagst du sicher auch noch, welches das war, heißt es auch, dass es auch für die Haut auch gut sein kann. Und ich hatte auch da am Rücken immer meine Akne, schon seit der Pubertät, und die ist auch seit 3-4 Wochen nicht ganz weg, aber wirklich, ich hatte noch selten so einen glatten Rücken wie jetzt. Also es sind wirklich mehrere Sachen, die jetzt gleichzeitig eigentlich passieren. Und was ich auch noch sagen möchte, nicht weil ich schon bei dir war oder was auch immer, auch in dieser Szene drin bin, komme ich hierher und unterstütze das, weil ich bin schon länger jetzt auch in dieser Szene und es sind mehrere Sachen und Heilverfahren und Methoden, das kennst du auch. Man hört viele Dinge. Ja. Genau, an mich herangetragen worden in den letzten Jahren. Und da hatte sicher auch gute Sachen dabei, aber nichts hat mich angesprochen, dass ich da mal was gemacht hätte. Und hier habe ich einfach nach diesem Blick in das Buch und alles, das hat gestimmt. Das Buch kam zu uns durch die Schenkung. Also das hat gestimmt, das musste sein. Und da denke ich auch, also dass ich das hier mache, wirklich, weil ich 100% überzeugt bin und seit jetzt wirklich 6 Wochen am Morgen ohne Schmerzen aufstehe und die Veränderung in meinem ganzen Körper fühle. Es ist nicht einfach ein, ja, jetzt hast du mal nicht so viel bewegt die letzten Wochen, also spürst du weniger. Nein, es hat sich alles geändert. Auch das, was ich jetzt noch spüre, ist ganz anders, der Schmerz, als vorher. Also ganz, ganz wichtig, bewege mal deine beiden Gelenke, kannst du genau, bewegen? Genau, das ist auch noch so was. Das Handgelenk, das war ebenso wie das Bein, ein Trümmerbruch. Das ganze Gelenk eigentlich, das hat wirklich ein sehr guter Arzt wieder zusammengeflickt. Hat dann aber auch gesagt, ich werde nie mehr die volle Beweglichkeit da drin haben. Und auch da habe ich sehr stark trainiert nach dem Unfall und habe das alles selber wieder hingekriegt, bis vielleicht circa, ich habe immer so diesen Test gemacht, circa 95% Beweglichkeit gemerkt, habe ich das beim Training, Liegestütze, nur noch auf der Faust.
Liegestütze gemacht und dann so nach ein, zwei Wochen Einnahme dieser Produkte. Mittlerweile kann ich wieder auf der flachen Hand, wie jeder andere, die Liegestütze machen. Und wenn ich das mache, sieht man, es also ist fast gleich, also auch man die sieht Hand fast hier kann ich zusammen machen. Ja. Das ist wieder 100%. Und auch keine Dehnungsschmerzen mehr wie vorher, wenn ich gedrückt habe. Es ist wirklich, es ist der Wahnsinn, ich kann es auch nicht verstehen. Du hast was ganz Wichtiges, was ganz Wichtiges gesagt, das Ansprechen, was mich anspricht, das ist ja immer so eine Grundaussage in der Sendung, da ich den Leuten sage, über ein Jahr kommen natürlich viele Menschen, die über Gesundheit, über Produkte sprechen, aber spürt einfach, was für euch das Richtige ist. Jetzt muss ich auch nochmal zurückkommen, jetzt haben wir nur von Pulver gehört, in Kapseln und so. Also das eine war ein Korallenpulver in Kapselform. Und dann sprach der Heino noch von einem zweiten Produkt. Um was ging es da? Das zweite Produkt ist auch ein eher simples Produkt, ist ein Abfallprodukt der Backindustrie, oder jeder schmeißt das eigentlich weg. Das ist ein sogenanntes Hühnereierschalenhäutchen. Und das Hühnereierschalenhäutchen, das hat eben wesentliche Vorteile. Es hat drei verschiedene Kollagene drin. Also das ist eigentlich der Zement der ganzen Knochen und der Knorpelmasse. Ebenfalls eben natürlich das, der ganzen Rückenstrukturen. Dann hat es diese bekannte Glucosaminsäure, Glucosaminsulfat und Hyaluronsäure. Mhm. Und die Hyaluronsäure ist eigentlich das, was die Ärzte spritzen in das Gelenk. Das zersetzt sich aber dann wieder relativ schnell. Und wir nehmen, das haben wir ja in der ersten Sendung gesagt, das ist eben die beste Informationsmedizin. Wir nehmen einfach diese Stoffe in den Organismus und der Organismus weiß genau, das hast du jetzt persönlich erlebt, was er damit tun muss, damit er eben wieder sauber funktionieren kann. Der ächzt ja auch darunter. Mhm. Der wäre ja auch lieber, als die Seele, die wäre lieber in einem guten Körper, der sich topfit bewegt. Und jetzt muss ich nochmal nachhaken. Ja. Du sagst eben Hühner, Ei. Was? Hühnereierschalenhäutchen. Heute wird es eine lustige Sendung. Hühnereierschalenhäutchen. Also du redest von diesem dünnen Zeug, was zwischen der Schale des Eis und ganz zwischen dem eigenen Ei ist. Ganz genau. Wenn man es gut schält, hält das zusammen, dass es schön abgeht. Ganz genau. Also erstmal meine Frage, wie kriegt man das da überhaupt weg? Ja, das kannst du mir glauben. Also der Lieferant, den habe ich getroffen an einer Messe vor 10 Jahren in den USA. Und ich habe auch schon mit anderen Leuten darüber gesprochen. Das ist eine überaus komplexe Sache. Mhm. Erstens, wenn du das Hühnereierschalenhäutchen einfach so jetzt essen würdest, hättest du nicht diesen Profit, weil das sehr schwer verdaulich ist. Das heißt, die Stoffe können sehr wahrscheinlich nicht voll aufgeschlossen werden. Darum wird das natürlich gefriergetrocknet, wird getrocknet, dann wird es verkapselt und ja, das ist genau das Problem, das habe ich schon vermutet. Das habe ich ganz genau vermutet. Also, das ist wirklich ein Schlüsselelement, ein Schlüsselstoff. Und der ist, wie du schon gesagt hast, nicht nur für Gelenke, Rücken. Da kannst du ja, also wenn man Glück hat manchmal und hat schon den Operationstermin, dann sage ich den Leuten oft, sag ab mal, kannst du immer noch mal anmelden. Und versuch einfach mal, weil oft geht es über Nacht, dass der Mensch am nächsten Tag aufwacht und 10 Jahre Beschwerden sind weg. Und das kann man auf der Webseite lesen, da schreibt einer, wenn man das jemandem erzählt, der glaubt einem das gar nicht. Das ist ja logisch, der glaubt, der spinnt, aber das ist Fakt, das wissen wir mittlerweile. Ich habe eine Frau, die hat Farbenblindheit gehabt, die ist innerhalb von 3 Wochen verschwunden, oder Trübung des Klarkörpers zum Beispiel, ist auch verschwunden. Warum ist das verschwunden? Weil der Körper eben neue Hyaluronsäure bekommen hat. Also er hat den alten Dreck, konnte abtransportieren. Und ein weiteres Thema, das müsste man vielleicht noch kurz anschneiden, Rückenprobleme, sogenannte Spinalkanalverengung. Mhm. Ich weiß ja nicht, was diese Damen und Herren Ärzte studieren, 8 Jahre, ich habe nie studiert. Ich habe einfach mir das Zeug ein bisschen angeschaut und mit Leuten gesprochen. Und wenn man jetzt den Rücken anschaut und dieser Spinalkanal links und rechts geht der Wirbelsäule entlang und dann hast du eine degenerierte Bandscheibe, dann drückt die einfach auf diesen Spinalkanal. Das ist alles. Da muss ich nicht den Spinalkanal ausbohren mit hohem Risiko, sondern da kann ich einfach diesen Stoff nehmen, dann strukturiert sich die Bandscheibe neu, der Druck geht weg und du bist beschwerdefrei. Ischias-Schmerzen zum Beispiel, sagen wir mal maximal eine Woche solltest du beschwerdefrei sein.
Schleudertrauma, ein Riesenthema, auch versicherungstechnisch. Mhm. Ja, unheilbar, ein völliger Mumpitz, überhaupt nicht unheilbar. Nimmt die Kapseln, im Normalfall, Ausnahmen gibt es immer, gell, das haben wir besprochen, mhm. Normalfall maximale Woche, spürst du es nicht mehr oder du hast noch ganz wenig. Also, wollen wir vielleicht nochmal, bevor wir in die Pause gehen, einsetzen und bei Bernd nochmal nachfragen. Bernd, bei dir war es ja auch eine noch interessantere Geschichte. Erzähl mal, naja, bis du den Andreas kennengelernt hast. Gut. Also eigentlich bin ich ja stellvertretend für meine Mutter da, gell? Weil betroffen hat es meine Mutter. Mhm. Es war ein ziemlich großer Leidensweg. Wie viel Alter von der Mutter? Ist jetzt 65. Okay. Und das Ganze hat vor 3 Jahren begonnen, wo meine Mutter massive Steißbein, unteren Rückenbeschwerden gehabt hat. Dann hat man die ganze Prozedur der Untersuchung bei der Ärztin gemacht, MRT-Untersuchung, CT-Untersuchung. Dann waren wir eben in der Klinik, dort hat es das erste Mal geheißen, ja, der ganze Rücken ist kaputt, das muss man alles operieren und ja, da ist fast nichts mehr zu retten. Daraufhin habe ich gesagt, nein, das tun wir jetzt sicher nicht. Jetzt haben wir uns eine zweite Meinung ein und haben uns dort eine zweite Meinung in ein anderes Krankenhaus eingeholt, dort auch nochmal untersucht. Dann hat es geheißen, ja, so schlimm ist das jetzt nicht. Gell? Also man braucht nicht operieren. Gell? Also vor 60 Kilometer Unterschied war auf jeden Fall schon 100% eine andere Meinung. auf jeden Fall, das Hauptproblem war, meine Mutter hat trotzdem immer nur die Beschwerden gehabt. Und die sind immer massiver geworden. Also aus dem Ganzen sind auch massive Angstzustände gekommen. Das ist wirklich in absoluten Ungleichgewicht ist da gekommen und in Depression gestürzt. Und letztendlich war das auch so, dass er eigentlich nie mehr vor der Wohnung gegangen ist, obwohl er vorher immer eine komplett aktive, agile Frau war, wo Angst oder sowas, das war meiner Mutter fremd. Gell? Und das ist irgendwo schlagartig, innerhalb von ein paar Monaten hat sich bei meiner Mutter das ganze Leben verändert gehabt. Gell? Und die hat sich nur mehr eingesperrt und war nur mehr komplett verschlossen. Da hat es natürlich von der Ärzteseite Psychopharmaka massiv gegeben, ja, um die Angstzustände in den Griff zu kriegen. Das hat es noch verschlimmert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe noch viel recherchiert und selber geschaut und bin dann übers Internet zum Andreas gekommen. Haben wir noch die Bücher gelesen und mit ihnen in Kontakt aufgenommen übers Internet und nachher haben wir skyped und haben wir über das Thema kurz gesprochen. Und dann hat der Andreas 3 wichtige Ansätze eigentlich herausgefunden. Das war einmal in der Wohnung haben wir einen Holzofen. Okay, liebe Zuschauer, aber bevor wir jetzt hören, was der Andreas Schaufert dem Bernd Kellermeier empfohlen hat, müssen wir kurz noch einmal in die Werbung, werden uns ein paar Spots anschauen. Gleich sind wir wieder da mit weiteren interessanten Informationen zu dem ganzen Thema, wie wir unsere Gesundheit erhalten können. Bleiben Sie dran, schauen Sie nach der kurzen Werbepause wieder timetodo.ch. timetodoshop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. Schon sind wir wieder zurück. Danke, dass Sie noch da sind. Heute bei uns der Andreas Schaufert, der die Bücher geschrieben hat, Gesund durch Wissen. Teil 1 und 2 steht vor uns, Teil 3 ist in der Mache. Seine Gäste heute der Heino Fankhauser und der Bernd Kellermeier, beide, die vertreten sind in der Thematik Schmerzen. Der Bernd nicht selber, sondern eher seine Mutter. Aber wir waren bei dem Punkt stehen geblieben. Er hat mit diesem Thema, bist du an ihn herangetreten, an den Andreas? An den Andreas herangetreten. Und was konntest du ihm sagen oder wie dachtest du, dass du deine Erfahrungen ihm weitergeben kannst? Also seine Mutter war ja schwermütig. Schwermütig, depressiv. Und ich habe ihm dann gesagt, dass da mit Schadstoffen im Wohnraum war was. Und dann hat er gesagt, das war eben interessant bei ihm, weil er hat sofort geschnallt, um was es ging. Es war ein Holzofen. Und dann hat er gesagt, ja, da sitzen wir so gemütlich im Raum, angenehm warm und atmen ständig CO2 ein.
Ja, und ich möchte kurz eine Geschichte erzählen, weil die ist wirklich extrem. Ich war in einem Minergiehaus in der Schweiz, brandneues Minergiehaus. Erstens habe ich mir dort eine Pilzinfektion zugezogen, die mich innerhalb von 3 Wochen am ganzen Körper ruiniert hat. Zweitens haben wir dort, nachdem ich wusste, dass es ein Pilz ist, haben wir eine Messung machen lassen. Und dann hat der Mann, der diese Pilzanalyse gemacht hat, hat auch den Sauerstoffgehalt in den Wohnräumen gemessen. Und das war ein Wohnraum, ca. 40 Quadratmeter mit offener Treppe nach unten und oben. Sollte man also meinen, guter Zug und so. Aber das ist ein Minergiehaus, das ist hermetisch abgeriegelt quasi. Das heißt, nach ca. 20 Minuten sagt er uns, meiner Frau und mir, hey, ihr habt ja fast keinen Sauerstoff mehr hier drin. Und wir waren nur 2 Personen im Raum. Sind wir mal froh, dass keiner geraucht hat. Ne? Ja, also das ist mir da so ein... Und das war natürlich dann der Zusammenhang mit ihm. Jetzt denkst du, du bist depressiv. Dabei bist du gar nicht depressiv. Du hast einfach einen extremen Sauerstoffmangel. Und der zieht dich so runter, dass du dann das Gefühl hast, du bist depressiv. Und dann hat er ja aber, das bitte ich dich selber zu erzählen, dann hat er ja wirklich eine gewaltige Geschichte mit der Mutter erlebt. Die konnte er dann nicht schlafen und dann... Bevor ich schlussendlich nervös werde, bei der Thematik auch Rückenschmerzen und so, hast du da die gleiche Empfehlung abgegeben aus deiner Erfahrung wie dem Heino oder hast du der Mutter was ganz anderes empfohlen? Also ich wusste vom Rücken nichts, das hat er mir jetzt das erste Mal erzählt. Darum für mich war nur das Thema Depression, Angst und einfach sie konnte nicht aus dem Zimmer. Aber das kann er jetzt, und auch schlafen, das kannst du ja kurz erzählen. Okay. Ich meine, die Problematik war die, dass einfach durch das, dass man nichts gefunden hat, meine Mutter immer depressiver geworden ist. Gell? Also die Ärzte haben nichts gefunden. Sie war körperlich gesund, aber hat am ganzen Körper Schmerzen letztendlich gehabt. Gell? Und ausgegangen ist immer irgendwo vom Rücken, so war ihr Empfinden. Und ja, wenn dann niemand was findet und man wird nachher irgendwo abgestempelt für die Ärzte als, du... Hypochonder was auch genau, immer. Genau, was sie ja überhaupt nicht war, weil sie war nie krank. Gell? Dann steht man natürlich vor einem Problem und sie hat selber an sich extrem gezweifelt und eben dann ist dazu gekommen, dass sie nicht mehr schlafen können. Also maximal 1 Stunde oder 2 und so. Und nachher bin ich eben zum Andreas gekommen und dann haben wir eben einmal den Ofen gehabt, gell, also den Sauerstoffgehalt, was mir sofort klar war, wo wir über das geredet haben. Ja, logisch, Sauerstoff ist extrem wichtig, erzeugt natürlich Angstzustände, wenn zu wenig Sauerstoff der Mensch hat. Und das nächste war dann nochmal die Turmalindecke, hat mir der Andreas empfohlen. Ab dem Zeitpunkt, wo wir die eingesetzt haben, hat meine Mutter können schlafen wie je. 8-9 Stunden, kein Problem. Gell. Vorher immer nur 1-2 Stunden. Und natürlich, das ist ja das Schlimme, wenn jemand nicht mehr schlafen kann, dann das zehrt an der Energie. Da irgendwann ist der Körper ausgezehrt. Der ganze Körper baut ab, ja. Und das Dritte, was wir gemacht haben, war das Goldwasser. Und dann der extreme Schub ist dann gekommen mit dem Ethereum Black. Mit dem? Das ist also ein spezielles. Das ist ein Staub aus den USA, besteht aus 6 monoatomaren Mineralien. Und der erstens regelt das Gehirn, dass man eigentlich, sagen wir mal, in Ruhe denkt und auch nicht immer in Stress verfällt. Und das erzähle ich jetzt mal. Dann haben wir ja ein Treffen gehabt letztes Jahr am Eibsee in Deutschland und dann hat er da diese Geschichte erzählen dürfen. Da hat er gesagt, seine Mutter konnte ja nicht mehr aus dem Zimmer. Und innerhalb von 4 Tagen ist die auf den Berg hochgekraxelt. Also nicht nur nicht aus dem Zimmer raus, sondern aus der Wohnung, an ganz anderen Ort und dann auf den Berg gestiegen. Meine Mutter ruft mir an mein Handy und sagt, ja, sie ist jetzt oben bei der Mutterhütte, das ist bei uns am Berg um. Und dann sage ich, wo bist du jetzt? Ja, da oben auf der Hütte. Und dann sage ich, was tust du da? Ja, ich bin gut drauf und ich bin jetzt auf den Wandern gegangen. Und dann sage ich, ja, Wahnsinn, super, ich meine, ganz toll. Und so hat sich halt das jetzt immer mehr entwickelt. Sie kann jetzt wieder normal spazieren gehen. Sie hat immer noch natürlich das eine oder andere an Beschwerden, aber sie ist wieder, die Lebensfreude ist wieder da. Und das ist eigentlich das Wichtige. Absolut, Lebensqualität, Lebensfreude, da muss es hingehen. Gell? Sie ist jetzt einfach auf einem extrem guten Heilungsprozess und auf dem Weg, wieder wirklich gesund zu werden. Vielleicht, Andreas, vielleicht erklärst du jetzt mal, was haben wir ja ein paar Sachen gehört, was die Mutter da gemacht hat. Welche Wirkungsweisen haben diese Dinge und warum hast du genau diese Dinge aus deinen Erfahrungen heraus empfohlen? Ja gut, eben. Wir machen das ja nicht erst seit gestern.
aufgrund von Rückmeldungen von zahlreichen Leuten wissen wir natürlich ziemlich genau, was geben wir wann. Und das haben wir in der ersten Sendung besprochen. Das ist sehr wahrscheinlich das einfachste Gesundheitssystem der Welt. Du brauchst zwei Handvoll Produkte und mit zwei Handvoll Produkten bewirkst du wunderartige Dinge, wie er, der vorhin erzählt hat, nur als Zwischenbemerkung, immer Kopfschmerzen während dem Handy telefonieren, dann schenke ich ihm das Bändchen, er zieht das Bändchen an, anscheinend während einem Gespräch, richtig? Mhm. Innerhalb von Sekundenbruchteilen waren die Kopfschmerzen weg. Das sind ja Dimensionen, die sind völlig unbekannt. Und das Gleiche ist bei den anderen Produkten auch, logischerweise nicht zu 100%, aber sicherlich weit über 90%, das kann man sagen. Turmalindecken, ist der Effekt mit dem Infrarot. Also dieser Stein, der gibt Infrarot ab und jeder, der mal drin gelegen ist, du hast ja eine. Schlafe nur darin. Der merkt, wie angenehm wohl man sich da fühlt. Und die Katze merkt das übrigens auch. Ganz die genau. Kommt ständig, sobald die Decke da ist, wo liegt sie drauf? Auf diese Decke. Okay. Ganz genau. Und dann haben wir das Goldwasser gegeben, das geben wir generell bei Burnout, Vor-Burnout, Depression, aber selbst schweren Depressionen. Also ich habe eine Kundin in Spanien, 27-jährig, also sehr jung, die konnte nur noch in Begleitung Erwachsener aus dem Haus, wenn überhaupt. Die hat nichts mehr, die ist komplett normal. Also da haben wir das Thema Gold. Wir wissen ja aus der Schwingungslehre, Gold hat die höchste Metallschwingung. Alles Steine, Diamant, Metall, Gold. Also eine sehr hohe Schwingung, ganz logisch, wenn jemand depressiv ist und man geht mit einem hohen Schwingungsthema rein. Sehr, sehr gut kombiniert hier der Eicher. Sehr gut kombiniert. Das macht auch die Leitfähigkeit, die elektrische Leitfähigkeit des Körpers wird extrem beschleunigt. Mhm. Und wenn natürlich jetzt in Ihrem Fall das ganze System auf tiefstem Niveau gefahren ist, aufgrund einer Vergiftung quasi, einer CO2-Vergiftung, dann hat man dadurch das System beschleunigt, vermutlich auch die Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Das hätte man dann noch mit Germanium übrigens machen können, dass die Zellen mehr Sauerstoff aufnehmen können. Und dann haben wir diesen Staub gegeben, dieser Staub, das ist auch so ein wunderartiges Produkt. Du hast ja noch eine Geschichte mit dieser Alkoholikerin. Die ist ja auch so extrem. Bleiben wir erst noch bei den Produkten, dass die Leute verstehen. Wir hatten diese Turmalindecke, die letztendlich angeregt hat. Dann das Thema Goldwasser, dann das Thema Staub. Ja. Was für Staub? Eben ein monoatomarer Staub aus der Wüste Nevada, nein, Nordkalifornien. Nicht Wüste Nevada, ist falsch. Nordkalifornien. Also einfach quasi ein ganz feines Mineralpulver? Absolut. Das aber nicht, das der Körper nicht aufnimmt. Sondern es gibt nur eine elektromagnetische Frequenz ab. Und das rückt offensichtlich sehr vieles im Organismus zurecht. Es ist zum Beispiel so, dass wir gehen mittlerweile, ich und einige, die mit mir mitlaufen, wir gehen mittlerweile davon aus, dass wir eben dieses Energiebahnensystem, das Akupunktursystem, das ist ein Teil. Aber dann gibt es noch ein elektrisches Leitsystem. Und da gibt es vermutlich aufgrund der extrem vielfältigen Frequenzen heute, kann es vielleicht zu Stauungen kommen. Mhm. Und das war jetzt bei dir so ein Beispiel. Das staut sich dieses positive Feld da, gibt dir Kopfschmerzen, ziehst es an, ist es weg innerhalb von ein paar Sekunden. Ich habe einen Fall gehabt jetzt in Deutschland, das finde ich etwas vom Extremsten. Der hat eine halbseitige Gesichtslähmung, also er hat das so beschrieben, wie wenn das Gesicht abstirbt. Also der Mann war in totaler Panik. Junger Mann, 32. Das kann ich mir vorstellen. Und innerhalb von 5 Stunden nach Tragen des Bandes war diese Gesichtslähmung weg. Also der ist natürlich überaus dankbar. Also diese Bänder, vielleicht zeigen wir das nochmal ein bisschen in die Kamera hinein, ja, mach das mal weg. Und du erklärst dann vielleicht was dazu, Andreas. Das haben wir schon gemacht. Die Leute haben nicht jede Sendung, haben alle Zuschauer geschaut. Das deswegen sage ich immer, gerne nochmal wiederholen, um was es da geht. Es geht um die Elektronenbalance des Körpers. Mhm. Es verbessert die elektrische Leitfähigkeit im Organismus. Und wer weiß denn schon, was diese ganzen elektromagnetischen Felder mit uns tun? Das weiß eigentlich niemand. Es gibt die es wissen, verraten es nicht. Ja, oder führen uns sogar noch in die Irre. Also, da gäbe es jetzt noch viele Themen, aber da haben wir leider keine Zeit dazu. Aus was besteht es? Das ist Silikon und dann haben die, das kommt immer ein bisschen auf den Hersteller davon. Also wir haben jetzt einen Hersteller gefunden, der liefert absolute Superware. Das ist jetzt, möchte ich doch noch schnell zeigen. Weil wir wissen jetzt seit kurzem, wir haben ja heute
sagen wir das doch. Wir haben ja heute Messungen gemacht, die werden wir dann in absehbarer Zukunft werden wir die zeigen können, wo man visuell zeigen kann, wie sich der Körper verändert, indem wir ihn mit guten oder eben negativen Dingen, wie soll man sagen, beaufschlagen. Oder einfach, wenn man jetzt zum Beispiel ein Polyesterhemd anzieht, dann verzieht das dein Körper total. Das ist unglaublich, innerhalb von Sekunden Bruchteilen. Also das fühlt damit, sich an wie Gummi? Das Silikon immer, und da haben die halt jetzt eine Mischung, eine Mineralstoffmischung, und dieses Ding, das haben wir ja schon gezeigt vorletztes Mal, das macht jetzt sage und schreibe über 3000 negative Ionen. Und weil das hier bei den Schaltungsstellen ist, hier hinten, wirkt das extrem auf die Körperregulation. Also mit diesem Ding, das war übrigens das Wunder von vorher, was ich gesagt habe, innerhalb von Sekundenbruchteilen hast du eine, es gibt ja Leute, der Freund von uns, der ist ja 2 Zentimeter verschoben. Und dann zieht er das an und dann ist es sofort gleich. Also es ist, wie soll ich es erklären, ein Regulierungsinstrument oder was ist es? Ja, also es ist ein Ionengenerator, den du ständig mit dir rumträgst. Und diese Ionen haben offensichtlich eine stark positive und regulierende Funktion. Wir haben ja Fälle, die hatten ja jede Nacht dämonische Träume, also Albträume, jede Nacht. Und wenn sie das Band anhat, hat sie das nicht mehr. Oder ein deutscher Kunde, der hat gesagt, wenn er es auf der schwachen Seite trägt, hat er nie mehr das Gefühl von Depressionen. Das wäre jetzt auch wieder die Frage, sind es Depressionen oder ist es vielleicht eine Energiefluss? Ganz genau. Und du sagst, mit was ist dieses Silikon gedrängt, sage ich mal? Oder? Das sind Partikel drin von Mineralmischungen. Aber da hat natürlich jeder seine eigene Mischung. Aber generell verwendet man Normalfall, Germanium, Titanium, Turmalin. Aber es gibt sicher auch noch andere Steine, aber die verraten sie uns nicht. Also sehr, sehr seltene und auch hochwertige Mineralien. Ja. Und wir wissen ja auch heute, nicht die Masse macht es aus, sondern aus der Homöopathie. Ich meine, unser alter Schüssler hat schon gesagt, je weniger, desto mehr. Also wenn es hochpotenziert ist, ist die Wirkung umso stärker, weil unser Körper funktioniert nicht in der eigentlichen Prinzipien mit Feststoffen, sondern mit Schwingungen. Ja, und die Leute denken ja immer, ein Mineral geht in die Zelle. Und das sage ich immer, das ist so, wie wenn ein LKW in eine PKW-Garage fahren wollt. Das geht da nie hinein, sondern die Schwingung wird übergeben, je nachdem positiv, negativ, an Zellkern oder Zellmantel. Das stimmt nicht ganz, was du hier sagst. Aber das stimmt hundertprozentig, das kann ich nachweisen. Dass ein Mineral nie in eine Zelle hineingehen kann. Also da habe ich ganz andere Informationen, ist auch nicht so wichtig jetzt. Also der Körper kann ja nicht regenerieren, wenn er nicht die Zellen aufbaut, die nötig sind, um die Struktur herzustellen. Reicht das, die Information, die Zelle ist Flüssigkeit? Nein, das reicht eben nicht, das haben wir mittlerweile mehr als genügend bewiesen. Das geht nicht, aber das würde jetzt zu weit führen. Also meine Information ist anders, die Mineralstoffe müssen in der richtigen Form sein, das heißt so klein, dass sie eben, wie du sagst, logisch geht der Lastwagen nicht in die Garage, weil der Lastwagen zu groß ist, aber wenn du einen Mini nimmst, der geht dann gut in die Garage. Und das ist das Prinzip, diese Mineralstoffe, die wir verkaufen, die sind atomar klein, das heißt, die gehen in die Zelle, verrichten ihre Tätigkeit und wenn nötig verlassen sie die Zelle wieder, sind aber längst wieder umgewandelt in andere Stoffe. Ich wollte sagen, wir müssen jetzt natürlich über ein paar Dinge unterscheiden. Wo du natürlich Rest hast, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Calcium geht. Calcium ist ja ein Aufbaubestandteil unserer Knochen. Und der kann nur über die Materie. Der Knochen ist nun mal eine Materie. Ich rede jetzt zum Beispiel von Magnesium, was so in die Nerven, für die Nerven da ist. Und das gibt nur die Information an die Nervenzelle ab. Also wahrscheinlich ist da der Unterschied. Es kommt immer darauf an, was wozu Funktion gebraucht wird. Da kann ich nichts sagen, weiß ich nicht. Habe ich mich lange mit beschäftigt, weil das Schüssler-Thema war mir immer suspekt. Was ist du was, was 1 zu einer Billion, die Banker kennen solche Zahlen, wir normalen Menschen kennen die nicht. Also was ist du was, was so hoch potenziert ist, das nützt ja nichts. Ich meine, wenn jetzt sagt, da ist 1/1000 drin, ist das schon nicht vorstellbar. Aber 1 zu 1 Billion ist noch weniger vorstellbar. Ja, aber wie erklärst du denn jetzt die Heilung von ihm zum Beispiel? Das ist ja eigentlich gerade die Krux an der Sache. Da haben wir die Homöopathie, die, wie du sagst, hochpotenziert ist, eigentlich nichts mehr vom Stoff drin ist. Habe ich eher persönlich auch schon Wunderheilungen erlebt, an mir selber, aber nur eine. Und dann haben wir eben die Vermittlung von Stoff. Aber der Stoff, das finde ich noch wichtig, also du bist nicht das, was jetzt da sitzt, sondern du bist nur, dein Leib ist nur der Träger deines wesentlichen Stoffes. Absolut. Also der wesentliche Stoff ist der Haar, also
der Heino Fankhauser, das Bewusstsein, das Wesen Heino Fankhauser. Ja. Genau. Und das Gleiche gilt natürlich, so wie es aussieht, für jedes Tier, für jede Pflanze. Das ist nur der Träger dieses Wesens. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt eben ein ungutes Wesen, nehme jetzt an, ich esse viele Krokodile als Extrembeispiel, dann wäre es durchaus mal interessant zu sehen, was passiert mit diesem Mensch. Bei den Schweinen sieht man es deutlich, die vergiften uns quasi sofort. Krokodil gehe ich auch davon aus, hätten wir vielleicht eine sofortige Wirkung auch in die Degeneration hin zum Krokodil zum Beispiel. Also ich denke, alles, diese Pflanze da ist ein Träger des Wesens dieser Pflanze. Und jetzt muss ich einfach wissen, ist dieses Wesen verträglich mit meinem Wesen? Das ist eigentlich unsere Krux und daran arbeiten wir. Und das ist eigentlich auch das Ziel, das war die Idee meiner Frau, des Buches 3, nämlich alles, wirklich, das gibt eine dicke Sache, also ein Kompendium. Mhm. Und da findet dann jeder drin, was tut das und was tut es nicht oder was verursacht es an Negativen. Und dann hätten wir eigentlich dann diesen Schlüssel und dann sind vermutlich auch die ganzen Missverständnisse aus der Welt. Ob es dann jemand glaubt, ist eine andere Sache. Ich möchte nochmal auf den Punkt kommen, wir waren vorher, Depression war ja letztendlich die Ursache. Du sagtest ja, du hast Rückenschmerzen, waren da eine ganz nebensächliche Geschichte, hast du erst viel später erfahren. Mhm. Mit dem Thema Depression gibt es ja auch noch andere Dinge, die die Seele sehr stark betreffen. Wir kennen das Thema Verwünschung, Verfluchung, wenn sich Menschen in Angstzustände, in Schuldzustände, das ist ja alles was an unserer Seele und letztendlich dann auch an unserer körperlichen Gesundheit schwer Schaden nimmt und letztendlich dann üble Krankheiten enden. Das sind ja jetzt so Dinge, wo die Schulmedizin erstmal sagt, ach, alles Hokuspokus, Verwünschung, Verfluchung gibt es gar nicht, alles Unsinn. Und der Mensch damit alleine gelassen wird. Du hast dich jetzt damit ein bisschen tiefer beschäftigt. Was sind da deine Thematiken in diesem Bereich? Also, das Erschreckende war und ist, dass, sagen wir mal, wenn ich jetzt, früher waren das sehr viele Leute, jetzt teste ich nicht mehr so viel, weil einfach die Leute haben sehr viele Informationen. So, aber früher habe ich, sagen wir mal, hunderte von Leuten am Telefon getestet. Und dann waren von diesen Hunderten von Leuten waren bei 20% Verwünschungen oder Verfluchungen im Spiel. Und das Interessante ist eigentlich immer das, wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, die Frau ruft mich an, morgens Samstag 9 Uhr und ziemlich panikartig und sagt, sie hätte immer das Gefühl, sie würde ersticken hier, wenn sie jemand würgt. Und dann teste ich kurz, das geht ja bei mir sehr schnell, und dann sage ich ihr, Sie haben eine Verfluchung, können Sie was anfangen damit? Sagt Ihnen das irgendwas? Und dann sagt sie, ja, meine Schwester. Und dann frage ich, was ist da los? Und dann sagt sie, ja, wir hassen uns eigentlich wie die Pest. Und dann fragt sie mich, ob ich ihr helfen kann. Dann sage ich, ja, sagen Sie mir mal spontan, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Ihre Schwester denken. Und jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Satz, da hat sie gesagt, am liebsten würde ich sie erwürgen. Und sie hat dieses Symptom des Erwürgens zurückgespiegelt bekommen. Also schon sehr, sehr dramatisch. Und nicht nur die Schulmedizin, auch die meisten Alternativmediziner gehen da völlig achtlos daran vorbei. Also das ist ein Thema, was natürlich uns Menschen total in die Eigenverantwortung stößt. Da kannst du nicht mehr sagen, der oder der ist schuld, sondern dieser Fluch, der ist nicht zufällig bei dir. Vermutlich hast du selber mal viel geflucht oder andere verflucht. Und dann aufgrund des Resonanzgesetzes kommt er dir zu und soll dich lehren, dass du aufhörst zu fluchen. Ich mache dir noch ein anderes Beispiel. Ein Mann, der konnte kaum essen, weil ihm immer übel wurde. Er musste immer erbrechen. Gleiches Thema, frage ich ihn, kommt ihm jemand in den Sinn? Mein Nachbar. Also hat er mich gefragt, ob ich einen Rat habe. Dann sagte er, ja, gehen Sie zu ihm hin, geben Sie ihm die Hand, entschuldigen Sie sich für alles, was passiert ist, was Sie Schlechtes vielleicht gesagt haben und so. Das hat er dann auch tatsächlich gemacht, ruft mich dann zig Monate oder sogar Jahre wieder an nachher und sagt, dass er seit diesem Tag komplett beschwerdefrei war. Also seine Entschuldigung kam offensichtlich aus tiefstem Herzen. Und der springende Punkt ist hochinteressant, weil der Nachbar hat das nicht getan. Das weiß ich aber nur von ihm. Und wurde aber dann
gestraft, in Anführungszeichen, Schlusszeichen. Ich sage jetzt aber nicht wie, aber er wurde dann gestraft, das hat er mir gesagt. Und das geht aber noch weiter. Da gibt es Fälle, es ist eine Frau, die hat mich zweimal kontaktiert innerhalb von Jahren. Ich wusste aber, die konnte mich nicht an die Frau erinnern. Und dann war da der Vater im Spiel. Das ist auch so was, dass durch die Scheidungen entsteht sehr viel Ärgernis in der Welt. Und dann fangen die Menschen einander an zu verwünschen und zu verfluchen. Mhm. Oder ein ganz konkreter Fall, eine ca. 50-jährige Frau, einfach enttäuscht vom Leben, zwei kaputte Ehen, nichts läuft richtig. Und dann sagt sie mir wörtlich, als ich das Mutterhaus, das Elternhaus verliere, hat mir meine Mutter gesagt, ich wünsche, dass du nie glücklich wirst in deinem Leben. Und das ist absolut in die Realität gekommen. Und natürlich, das wirft uns auf uns selbst zurück, vor allem für die Gesellschaft, wenn man sieht, was da für Presse, für Illustrierten, was da in der News und in den Zeitungen alles läuft. Und das schwirrt, ja, das ist ja völlig verrückt. Gutes Thema. Da läuft alles, es schwirrt alles irgendwo rum und dann, das sind wie Pfeile, die Leute verwunden. Und die werden zum Teil so katastrophal krank. Und dann findest du natürlich auch nichts, ist ja logisch. Da kannst du zum Röntgen-Ding gehen, wie du willst, der findet doch nichts. Also schon ein sehr dramatisches Thema, dass wir in der Hand haben. Einfach hüte deine Zunge, deine Gedanken und sei einfach, wie es Jesus gesagt hat, demütig und sanftmütig von Herzen. Dann passiert das nicht. Was kann ich denn machen? Wir kennen ja auch dieses alte Sprichwort, der liebste Mensch kann in Ruhe nicht leben, wenn es der böse Nachbar nicht will. Also das ist ja auch so eine klassische Thematik. Da gibt es einfach einen, dem gefällt deine Nase nicht oder vielleicht hast du zu wenig Haare oder zu viel Haare. Und der ist jetzt einer, der sagt jeden Tag irgendwelche üble Sachen, was er dir alles wünscht. Jetzt kannst du da ja jetzt nicht unbedingt was dafür und vielleicht bist du ja wirklich jemand, der eigentlich sein Leben ganz ordentlich bestreitet, aber wie gesagt, dem anderen gefällt das nicht, vielleicht gehörst du der falschen Religion an oder so, man weiß es nicht. Also kann ich dir schon eine Antwort darauf geben, also das interessiert mich nicht, weil ich lebe nicht für, erstens für die Mainstream-Meinung, ich lebe dafür, um dem Menschen zu dienen. Ob jetzt das diesem Menschen gerade gefällt, was ich tue, da kann ich nichts dafür. Dich jetzt mit einem Fluch belegt oder mit einer Verwünschung. Das interessiert mich nicht, weil ich achte darauf, was Gott von mir will und nicht, was dieser Mensch will. Es geht darum, wie die Menschen damit umzugehen, ob man das auflösen kann oder wie man damit umgeht. Also prinzipiell meine zentrale für mich Erkenntnis in diesem Leben ist die, jetzt bin ich dann in der nächsten Woche 52, ich habe schon einiges durchgemacht, positiv wie auch negativ für jeder von uns. Wir müssen lernen, ich alles in Gelassenheit und Ruhe zu ertragen. Das ist für mich der Schlüssel, weil ich auf diesem Planeten, das hast du an der Wunde gesehen, du weißt nie, was auf dich zukommt. Und wenn ich aber bereit bin, das Leben eben so als eine Herausforderung zu betrachten und einfach in Ruhe das anzunehmen, was eben dann gerade kommt, dann brauche ich mich ja nicht aufzuregen. Logisch ist mir lieber, wenn wir Freunde sind. Aber wenn jetzt du mich nicht magst, ja, dann kann ich auch nichts dafür, tut mir leid. Aber ich reg mich nicht auf, weil du mich nicht magst. Ich glaube, wir lassen 7 den Milliarden ersten... Freunde wären auch anstrengend. Ja, wir lassen den ersten Teil so stehen und gehen auch so ins Wochenende. Es ist schön, dass wir Freunde sind. Genau. Eine ganz gute Geschichte. Ganz herzlichen Dank an dich, Andreas. Ja, auch wie gesagt, Bernd und Heino. Ganz interessante Thematiken heute und vor allen Dingen ganz interessante Ergebnisse. Ich wünsche euch, dass ihr ewig so schmerzfrei und gut durchs Leben geht, wie das bis jetzt gefallen ist. Und ich glaube, der Andreas wird da noch einiges dazu tun. Spannende Sendung, herzlichen Dank, guten Nachhauseweg. Dankeschön. Danke auch. Liebes Publikum, wir rasen auf das Ende der Sendung zu und haben natürlich heute wieder viele, viele Informationen bekommen über viele Produkte, über viele Möglichkeiten. Alles, was Sie hier gehört haben, sind Empfehlungen aus Erfahrungen, die der Andreas Schaufert über Jahre hinweg gemacht hat, die er auch in seinen beiden Büchern Gesund durch Wissen 1 und 2 zusammengefasst hat. Wenn Sie Interesse haben, diese Dinge weiterzuverfolgen, könnten Sie an der eingeblendeten Webadresse einmal www.tatwellness.com und einmal auch tatwellness.at für Österreich natürlich dort diese Informationen und Produkte erhalten oder unter der eingeblendeten Telefonnummer.
Mir bleibt noch zu sagen, dass ich Ihnen natürlich ein wunderschönes Wochenende wünsche. Entspannen Sie sich gut. Jetzt haben Sie 2 Tage Zeit, Fernsehpause zu machen. Das braucht man auch einmal, denn so viele berühmte Dinge sehe ich immer, kommen gar nicht, die man unbedingt sehen muss. Wir sehen uns am Montag wieder mit dem Thema Demenz. Ein spannendes Thema.